Siberia muss wachsen, meine Freunde. Ob es nur klappt, das ist die Frage. Willkommen zurück zu Stellaris. Mit einem Krieg, der nicht ganz so verläuft, wie ich es mir gerne vorstellen würde aktuell. Kann ich hier eigentlich einen Shipyard hinbauen? Ja, rein theoretisch schon, ne? Das Problem so, dass das total irrelevant ist, weil, naja. Hä, nicht meine Verbündeten, ja. Achso, nee, das ist gut, was sie machen. Was sind jetzt die Flotte von den anderen Vögeln? Ich höre, die haben irgendwelche Shenanigans vor, oder die. Safe, die machen irgendwelche bösartigen Schabernack-Spielchen. Also angeblich soll das voll schnell gehen mit den Korvetten, aber so gefühlt dauert das Jahrhunderte. Wo sind jetzt die Flotten von denen? Warum ist das so? Weil es occupied bei denen ist. Das ist bei mir. Hä, das hab ich. Achso, ich glaube, die haben das für mich erobert. Macht Sinn. Jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, wo die sich rumtreiben, diese Vögel. Vielleicht, weil ich sie nicht angreife, weil es ein Angriffskrieg ist und die nur reagieren, wenn ich sie angreife. Aber es kann auch sein, dass die halt sich irgendwo sammeln und mich dann gleich mit zwei Flotten oder so kalt machen wollen. Ne? Viele Möglichkeiten. Incoming Communication, Commander. Spirituelle Isolationisten. Ja, meinetwegen. Ich bin auch ein spiritueller Oh, Lake World. Ein Lake World. Huch. Hm. Hat Nektar genauso viel Aussagekraft wie meine Gedanken gerade. Also Zeit vergeht aber immer noch relativ schnell eigentlich. Influence ist voll. Echt jetzt? Dann, ja, wobei, komm. Wir lassen das mal für die anderen. Alteran hätte ich aber gerne selber. Aus Gründen. Hier oben können wir noch ein bisschen claimen. Okay. Tüdü. 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 Alteran ist leider auch schon besetzt von Zeltros. Die machen wirklich keinen Spaß. Also die holen sich alles. Ne, ich würde sagen, wir schicken unsere zwei Flotten jetzt dann trotzdem wieder in die Offensive. Und die Transportschiffchen mit dazu. Dann schauen wir mal. Bin ja schon mit denen im Krieg, ne? Ja. Weiß, bin mir gerade echt nicht sicher. So, die Wuka-Station. Das ist wieder so klassische Krabbe. Dass ich hier genau in so eine Station reinjumpe. So, die sollte aber schnell fallen. Okay. Planeten gibt es hier keine. Dann auf nach Vuka. Ja, sind sie schon hoch? Sind sie schon unterwegs? Quelle. Die sind sogar technologisch überlegen. Ich habe nicht das Ziel, dass wir technologisch irgendwie die Stärken. Mir wird es reichen, militärisch die Stärksten zu sein. Boah, geil. Die fliegen so Kreise, diese Laser oder was das sein soll. Das ist cool. Ups. Blip. Orbital Bombardment. Ja, ja. Dann bombardiert mal Vuka. Ah, da gibt es gar keine Armee. Nee, bombardiert es nicht. Wir landen hier einfach schnell. Und ihr geht dann mal dorthin. Ja, und die anderen warten da einfach mal nur. Wenn ich es jetzt wieder aufteile, habe ich wieder wahrscheinlich die Ehre, dass ich auf die Fresse bekomme. Eine Ruined Economopolis. Dachte ich ganz kurz. Okay. Aha. Trade Value. Stabilität dafür. Na, das nochmal. Ach nee, das läuft gerade noch.
Dann machen wir das. Genau, haut ihr mal ab, dass ich mir meine Welt holen kann. Jagt die nicht, Alter, komm. Warum ist denn jetzt auf einmal stärker geworden? Achso, weil der Schiffe dazu bekommt. Ah. Haben wir es jetzt? Das ist eine Hyper-Relay? Das gehört jetzt uns, oder? Ja, doch, okay. Dann auf nach Vasilisk. Ja, wobei natürlich machen das so. Und danach nach Vasilisk. Ja, da kann ich notfalls die mit dazu schicken, falls wirklich was wäre. Und dann haben wir die fast komplett besetzt. Und ich weiß nicht, wo die feindlichen Flotten sind. Geben tut sie es. 14.000. Haben wir auch wieder gut Mineral. 76 bekommen wir jetzt auf einmal. Aha. Oh, jetzt geht's ab. Okay. Upgrade. Nahrung passt. Was ist das? Financial District gibt Credits. Oh, gar nicht so sehr. So, dann Upgrade. Upgrade. Und Upgrade. Die Upgrades sind ja alle lit. Na, also die bringen ja schon Vorteile. Mehr Wohnplätze, mehr Zufriedenheit, ein paar Basic Jobs, ein bisschen Basic Produktion. Da gibt's nichts zu meckern. Ja, dass sie sich dann Alter ranholen wollen, das finde ich schon ein bisschen ärgerlich, aber gut. So, 10% mehr Mineralien, Orbital Ring Tier 2. Das ist quasi ein Upgrade für unsere Station. 68 hat sich auch voll rentiert. Echt jetzt? Was ist denn da das Limit? Alter, ist das teuer. Haben wir das jetzt erobert? Mal schon. Nee, noch nicht ganz. Zerstören wir noch? Jetzt haben wir es erobert. Okay, danach. Auf nach Skako. Inklusive euch, weil ihr dürft dann... Oh, das ist ein Reddit. Ja, das war die starke Station, ich erinnere mich. Gibt es hier einen Planeten, ein Pre-FTL? Nee, kein Pre-FTL. Oder? Doch, das ist ein Pre-FTL. Müsste ein Pre-FTL sein normalerweise. Okay. Was ist das? Kommt nur Maximum Rival, juckt mich nicht. Research, Adaptility. Aha. Ja, das ist glaube ich nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir nehmen das. Weil diese 10% Bewohnbarkeit sind big, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja trotzdem auch ein bisschen Wachstum vor. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Ballert das Ding weg. Ah, haben ein Schiff verloren. Also ganz so entspannt war es jetzt doch nicht. Meiner Faction, echt, oder? Können wir einfach landen? Nö, warum nicht? Warum können wir da jetzt nicht landen? Weil ich nicht mit denen im Krieg bin? Die Techno-Gilde. Kann die aber auch nicht angreifen, glaube ich. Nee, also mit denen können wir nichts machen. Dann geben wir mal die Verstärkung der Flotten in Auftrag zum einen und gehen zum anderen nach Norden. Okay, jetzt dachte ich schon, dass da die feindliche Flotte sich aufhält, aber ne. Wie schaut es mit dem Krieg generell aus? Wo sehe ich den War Score? Die habe ich doch früher irgendwo gesehen. Ah, da oben. Okay, sieht erstmal gut aus. Ne, sieht schlecht aus. Warte mal. Es läuft angeblich gegen mich, was ich nicht gut finde. Finde ich jetzt aber nicht so toll.
Hä? Stehe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden, was die gerade von mir wollten. Sage ich euch, wie es ist. Irgendwas Agenda is available, aber eigentlich hatten wir schon alles. Ja, da, okay, das sind Armeen. Dann würde ich mal sagen, bombardiert den Bums mal. Ihr geht einfach mal nur dorthin. Death from above. The orbital bombardment of Brentel 4 hat dazu geführt, wie wir uns im eigenen Fall verhalten, wenn wir bombardiert werden. Und wir sind ganz klar gegen. Wer bombardiert wird, muss kämpfen, bis er stirbt. Ja, die sind nicht stark. Also ich denke mal, dass wir da eigentlich... dass wir da nicht problemlos landen könnten. Kalter Fusion Reactor. Imperial Legions have landed. We expect the enemy to surrender shortly. Weil die ziehen sich ja zurück, wenn die angeschlagen sind. Was ich ja cool finde, ne? Dass die nicht kämpfen, bis sie tot sind. So. Dann auf nach Chandrila, oder wie das Ding da heißt. Dann haben wir eigentlich so etwas alles. Dann fehlt noch Kyros und dann haben wir hier die komplette Welt schon mal, die kommt den kompletten ersten Bumm schon mal unterworfen. Ja, hier gibt es noch mal ein bisschen Stärke, unvorteilhafterweise. We must defend our space station. Was bringt das für Vorteil? Effekt plus 6? Was? Plus 6? Die Shipbuild Speed ist auch schlechter geworden. Wir upgraden das jetzt einfach mal. Die Punkte dafür habe ich. Was ist under attack? Nee, oder? Okay. Hätte mich jetzt auch arg gewundert. Wäre das erfolgreich gewesen. Ja, die wehrt sich trotzdem, die Station. Also das, diese Stationen sind schon ein bisschen schmerzhaft. Leider. Muss ich schon ehrlich gesagt zugeben. So. Da ist auch nicht wirklich groß was. Land mit unseren Armeen ebenfalls dort. Na, die sind viel zu schwach. Ah, der ist draufgegangen. Nicht sein Ernst. Warum? Scheiße, sowas. Okay, Freunde, dann nächsten Reinforcements. Da gibt es keinen Planeten, das heißt, ich kann die Transportgänge eigentlich einfach mal nach Crossor schicken. Haben wir die jetzt komplett beseitigt? Aber halt auch Verluste erlitten, ne? Muss man halt auch einfach mal zugeben. So. Tepasi, denk mal, darum kümmern die sich nebenbei. The Corellian Envoy has been expecting, was auch immer. In Coruscant. Die sollen sich verpissen. Als ob ich das mache, was sie von mir wollen, Alter. Ich glaube, die spinnen. Die Bevölkerung auf Velus Prime ist unzufrieden. Naja, gibt es ein paar Güter, sollen sie die Schnauze halten. Kann man immer so anspruchsvoll sein, ne? Und das hat die zufriedengestellt. So einfach, die zufriedenzustellen, die sind so erbärmlich. So, schau an, die erste Schlacht, die wir gemeinsam führen. Weil bis die eingetroffen sind, der späte Walder Frey sozusagen. Das ist eine meiner Pre-FDL, um die können wir uns immer noch kümmern. Dann macht ihr jetzt bitte einmal kurz einen Weg nach Hause. Macht euch einmal auf den Weg nach Hause. Okay.
Wir sind jetzt komplett besetzt. 37%. Also wie gesagt, es ist immer noch gegen uns. Nehmen wir also die 10% Bewohnbarkeit mit. Das dürfte alleine schon ein Big Boost sein für uns. Generell. Irgendwelche Alien-Viecher, die uns hier folgen, noch ganz nebenbei. Okay, dann gehen wir jetzt in die Offensive und holen uns nochmal die drei und dann, keine Ahnung. Wir könnten sogar schon Status Quo machen. Tatsächlich. Aber machen wir noch nicht. Habe ich noch kein Interesse dran. Tatsächlich. Was wir machen ist, wir bauen hier mal auch nochmal zwei Shipyards rein. Will mehr Shipyards. Dass sich die Nahrung aber auch so schnell erholt, finde ich aber auch positiv. Ja, ne, bei Minus irgendwas. Hydroponics Farms, die sind übrigens gut, die kannst du in die Luft reinbauen. Also in den Weltraum. Erzeugen Nahrung aus dem Nichts sozusagen. So. Haben die schon fertig, das nächste Upgrade? Cool. Oh, 6 Shipyards haben wir jetzt. Das ist natürlich jetzt dann doch ein fettes Upgrade. Vor allem mit den anderen zwei, die ich brauche, haben wir dann 9 Shipyards. Also 9 Schiffe, die wir gleichzeitig bauen können. Das ist schon... Hey, chillt. Wobei, nee, mach ruhig. Ja, komm, jetzt trotzdem mal Colony Development Speed, weil wir das wahrscheinlich demnächst brauchen, weil ich die ganzen Gebiete hier mir snacke. Das wird jetzt dann eh relativ lustig wahrscheinlich. Brauchen wir ein paar Mineralien nochmal. Müssen auch gucken, dass wir vielleicht mal ein paar Silos bauen oder irgend so ein Blödsinn. Die sind gleich fertig. Dann machen wir uns auf den Weg Richtung Norden. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wo denn ihre Flotten sind. Achso, jetzt sehe ich natürlich gar nichts mehr von denen, ne? Warte mal, Alteran ist jetzt... Wo sind die Schiffe von denen? Ich verstehe es nicht. Es gab keine einzige Schlacht zwischen mir und denen. Space Battle. Space Battle muss aber nichts heißen. Zum Beispiel Space Battles haben die gar keine Exhaustion bekommen. Haben die ihre Flotten aufgelöst, weil sie keinen Unterhalt mehr zahlen konnten, nachdem sie die Planeten verloren haben? Die sind noch also gleich stark. Sind aber ökonomisch unterlegen. Weshalb davon auszugehen ist, dass wir diesen Krieg jetzt eigentlich gewinnen sollten. Sorry. Ihr geht mal nach Apanto. Ihr geht schon mal... Was? Imperial Defector. Und einer unserer Flottenadmiräle und eine Piratenzelle. Ab in den Kerker mit der alten. Ich glaube, die spinnt. Ja, ist mir recht. Kann mich am Arsch lecken. Ich lege fest, wann es Frieden gibt und welchen Frieden es gibt. Sonst keiner. Und ich finde das super nett, dass sie alles für mich erobern. Also Panto will ich auf alle Fälle noch haben und Xafel und vielleicht hole ich mir sogar noch Palaniri oder wie das da heißt. Dass wir auch die Grenzen gut dicht machen können. Was ist das hier? Chervos World. 3 Armeen gibt's da. Nichts Großes. Ja, es sollte eigentlich ebenfalls. Wir haben leider trotzdem nochmal eine Gang verloren. Ihr geht mal nach Xafel und ihr geht nach. Also wie gesagt, das, wie ich mein Glück kenne, geht das jetzt schief. Wird. Also, das Forschungsschiff macht wahrscheinlich Faxen. Und da bin ich eigentlich zufrieden. Ah, jetzt haben wir wieder keine Consumer Goods. Okay. Pyria ist gefallen. Ja, ich will auch nicht übertreiben. Wir werden jetzt mit einem Schlag werden wir uns stärketechnisch verX-fachen. Habe ich da Claims drauf? Ja.
Rein theoretisch hätte ich da auch noch einen Claim drauf. Könnten eigentlich auch noch nach Afra angehen. So nach dem Motto, scheiß drauf. Können wir sie nicht komplett dicht machen. Weil Planeten gibt es da auch keine. Sklavenarbeiterfabrik. Eigentlich genau das Richtige für uns. Achso, da ist noch eine. Noch mehr Forschungsgeschwindigkeit. Die Banagase sind ja komplett voll, ne? Incoming Communication, Commander. Geht weg. Haut ab. Ihr hättet übrigens gerne mal schon mal dorthin gehen können, ganz nebenbei. Technologisch noch immer überlegen. Aber wie das berechnet wird, keine Ahnung. So, 86 zu... Was ist dieses kleine... Der Close to Surrendering. Demandings... Also wir können... Ja, wir können da nicht. Wir machen aber nicht... Wir setzen nicht unsere Wargoals durch. Ich werde meine Claims durchsetzen. Ich glaube, wenn wir unsere Claims durchsetzen, bekommen wir mehr, oder? Achieve Wargoals. Planet 6. Systems 21. Status Quo gibt uns... Gleich viel? Okay. Ah, geht ihr mir auf den Sack. Mit eurer scheiß Unzufriedenheit. Das ist auch wieder so teuer, das zu organisieren. So, Population ist auch hier zufrieden. Wie, die haben die Imperial Station? Ah, da sind sie. Da müssen wir jetzt... Haben wir die fertig? Weiß nicht, greifen wir die an? Gehen wir drauf? Haben wir das? Warte, wenn wir jetzt Status Quo machen, müssten wir eigentlich... Achso, jetzt können wir erstmal das hier machen. Building Slots plus 1 ist total nice und so. Pass auf, Brenntal. Ist Brenntal mit drinne? Nee. Also irgendwie haben die... Ist da ein Planet oder ist da jetzt kein Planet? Da ist der Planet, schau den. Den klauen die mir jetzt gerade. Okay, die kommen beide von Norden. Müssen sie es aber erstmal sammeln. Ja, das ist halt scheiße. Ein Imperial Shipyard ist unter Attack. Das war nicht der Plan. Wen brauchen die denn noch? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Können wir abhauen? Also. Warte mal ganz kurz. Nee, scheiße. Ah, verdammt. Wann kommen die an? 11.8. Jetzt keine Ahnung, jetzt schauen wir mal. Jetzt sind beide Flotten von mir. Da sind wir auch ein an sich stärker. 27 zu 21. Keine Ahnung, ob wir das gewinnen. Ich schaue es mir auch gar nicht an gerade. Die Jungs machen einfach oben weiter. Das ist denen gerade relativ wurscht. Ja, immer noch 26.000 zu 17.000. Ja, wir nehmen die gut auseinander. 26 zu 15. Jetzt haben wir leider auch wieder Verluste erlitten. Wir hoffen einfach mal aufs Beste. Was wird jetzt schon wieder angegriffen? Haben die noch eine Flotte irgendwo versteckt gehabt? Nee. Wo denn? Verlieren die Schlacht echt, oder? Incoming communication, Commander. Ja, ich glaube, dass wir das jetzt echt verlieren könnten. Das gibt's doch nicht. Wir haben noch Darth Vader an unserer Seite. Ah, die haben so viele kleine Schiffe, diese Penner. Ah, die haben für Unterstützung geschickt. Nicht viel, aber besser als nichts.
Haben sie echt zurückgezogen. Alter. Dann auf dorthin. Holt euch Brent halt zurück. Und dann bin ich raus für heute. Und wir gucken, dass wir das dann nächstes Mal fertig bekommen. Aber das war echt nochmal... Ja. Oh, 24 Monate können wir gezwungen werden, dass wir Frieden schließen. Wir machen das noch kurz fertig, ansonsten vergesse ich das. Also wir marschieren nochmal schnell dorthin. Jetzt haben die wieder eine Garnison da. Egal, wir gehen jetzt all in. Also, müssen wir erstmal die Basis kaputt machen. Also allein bis wir die Verluste ausgeglichen haben, wird eine Weile dauern. Was ist das? Jetzt kommt die alteranische Flotte, nicht euer Ernst. Okay. Wir machen Status Quo. Danke. Weil alles andere hätten wir jetzt nicht mehr überlebt. Und dann kann ich mich nächste Folge darum kümmern, dass wir das ganze Desaster hier hinbekommen. Ihr seht ja, wir haben jetzt hier einige Sachen bekommen. Konsumergut ist am implodieren. Müssen da einiges umstellen auch. Das wird dann eine Sache der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.